In diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen im Zusammenhang mit der moralischen Entwicklung aus Sicht der Psychologen Jean Piaget und Lawrence Kohlberg besprochen. Die moralische Urteilsfähigkeit setzt ein Verständnis gesellschaftlicher Regeln voraus, beispielsweise moralische und soziale Erwartungen der Familie an die Kinder. Dieses Beispiel zeigt, dass die unmittelbaren Bezugspersonen wie Eltern einen Einfluss darauf nehmen können, welche moralischen Einstellungen ein Kind hat. Des Weiteren ist von großer Bedeutung, inwieweit der Mensch sich kognitiv, geistig entwickelt hat. So sind Kinder in jüngerem Alter noch nicht in der Lage, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Der Schweizer Psychologe Jean Piaget geht davon aus, dass die moralische Urteilsfindung wesentlich durch die kognitive, also geistige Entwicklung beeinflusst wird. Als ein Beispiel für das sogenannte egozentrische Denken in der präoperatorischen Phase im Alter von etwa 2 bis ungefähr 7 Jahren gibt er diesen Zusammenhang an. Kinder haben in dieser Phase Schwierigkeiten, die Sichtweise anderer zu übernehmen und deshalb auch sich in andere hineinzuversetzen und beispielsweise deren Handlungsweise aus einer moralischen Sicht verstehen zu können. Die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen der Kinder dürfen nicht als Egoismus bezeichnet werden, da ja nicht der eigene Vorteil und Nutzen der ausschlaggebende Hauptbewegungsgrund ihrer Handlungen ist. Piaget untersuchte die moralischen Einstellungen von Menschen, indem er deren Entscheidungsfindungen hinsichtlich schwieriger moralischer Situationen beobachtete und analysierte. Den von Piaget untersuchten Personen wurden Beispiele mit sogenannten moralischen Dilemmata präsentiert und in diesem Zusammenhang befragt, wie diese das Problem selber lösen würden. Es erwies sich für die Versuchsteilnehmer als sehr schwierig, einer der angebotenen Entscheidungsmöglichkeiten zuzustimmen. Dies ist charakteristisch für ein moralisches Dilemma da. In einem Beispiel wurde von einer todkranken Frau ausgegangen, die dringend bestimmte Medikamente aus einer Apotheke benötigt und selber aber kein Geld hat. Ihr Ehemann hatte in diesem Zusammenhang nur zwei Möglichkeiten: entweder in die Apotheke einzubrechen oder den Tod seiner Frau zu akzeptieren. Die Versuchsteilnehmer mussten hier entscheiden, wie sie als Ehemann handeln würden. Das wissenschaftliche Interesse gilt hier vor allem den Begründungen der Versuchsteilnehmerinnen und Versuchsteilnehmer für deren moralische Entscheidungen. Diese Aussagen werden dann inhaltlich verschiedenen moralischen Niveaus bzw. Stufen zugeordnet. Der US-amerikanische Psychologe Lawrence Kohlberg versuchte herauszufinden, ob sich die moralische Entwicklung in verschiedenen Entwicklungsstufen vollzieht. Hier folgt jetzt eine vereinfachte Darstellung seiner Entwicklungsstufen, die der Mensch laut Kohlberg der Reihe nach durchläuft. Erste Stufe wäre die präkonventionelle Moral. Menschen auf dieser Stufe handeln aufgrund einer Bestrafungsorientierung. Sie gehorchen Regeln mit dem Ziel, möglichst Strafen zu vermeiden. Auf der anderen Seite verfügen sie über eine Belohnungsorientierung. Sie erwarten Belohnung für angepasstes Verhalten. Nun zur Stufe der konventionellen Moral. Menschen auf dieser Stufe handeln aufgrund einer brave Kind-Orientierung. Sie zeigen angepasstes Verhalten, um Missbilligung zu vermeiden. Eine Autoritätsorientierung ist dann beim Individuum vorhanden, wenn dieses Regeln und Gesetze beachtet, damit es Schuldgefühle bei sich selber und Tadel von Autoritäten vermeiden kann. Nun zur Stufe der postkonventionellen Moral. Menschen auf dieser moralischen Stufe handeln im Interesse am öffentlichen Wohl bzw. aller Menschen und befolgen deshalb allgemein anerkannte Prinzipien. Diese ethische Haltung wird als Orientierung am sozialen Vertrag bezeichnet. Einen besonderen moralischen Anspruch an das Individuum stellt die Orientierung an ethischen Prinzipien dar. Der Mensch entscheidet sich in diesem Fall selber für bestimmte ethische Prinzipien und beschränkt sich nicht auf eine bloße Nachahmung. Die Person hat auf sich selber bezogen hohe Ansprüche
und Erwartungen. Sie vermeidet durch diese Vorgehensweise eine Verurteilung durch sich selbst. Bei Betrachtung der soeben genannten Entwicklungsstufen wird man davon ausgehen können, dass sich ein Individuum unter Umständen in unterschiedlichen Lebensbereichen auf einer anderen moralischen Entwicklungsstufe befindet. Beispielsweise im Straßenverkehr, wenn es um Geschwindigkeitsübertretungen geht, herrscht eine Bestrafungsorientierung vor. Und im beruflichen Bereich gegenüber der oder dem Vorgesetzten eine Autoritätsorientierung.